Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ich hoffe, dass es mit dem Licht heute funktioniert. Es ist wieder mal 1:28 Uhr. Ich filme wieder in der Nacht. Ja, ich habe jetzt drei Lichter an, also zwei vom Schreibtisch und eins von der Kamera, und ich hoffe, dass es diesmal besser ist. Ich war mit meiner Tochter heute einkaufen und wir sind wieder an einem Teddy vorbeigekommen, bei unserem Action und bei Woolworth. Und da wollte ich euch zeigen, was ich bekommen habe. Wir fangen mal mit Teddy an. Und zwar habe ich ja die Schablonen von Action bekommen und dachte mir, ich versuche jetzt mal mit diesen Acrylfarben Hintergründe zu machen. Ich denke, ich werde es auf dunklem Papier, vielleicht auf Kraftpapier machen. Und da wollte ich die mal testen, genau. Und da habe ich jetzt die fünf Acrylfarben mitgenommen. Einmal in diesem coolen Pink. Also die kosten alle 1 Euro. Dann in diesen. Dann etwas feineres Glitzer Silber. Ich stehe jetzt so auf Gold. Dann auf dieses. Und dann so eine Art Perlmuttfarben. Genau. Da hat jede Tube 1 Euro gekostet. Dann bekommt ja meine Tochter ein neues Zimmer. Also wenn mein Sohn auszieht, dann zieht meine Tochter in das Zimmer von meinem Sohn. Und ich kriege ihr Zimmer als Bastelzimmer, genau. Und sie möchte ihr Zimmer so weiß, roséfarben einrichten. Und dann haben wir gesagt, wenn wir die Haken heute gesehen haben, nehmen wir sie gleich mit. Falls es nicht mehr gibt, haben wir es wenigstens schon mal zu Hause. Und zwar, da kostet ein Päckchen 2 Euro. Und da sind jeweils zwei Stück drin. Genau, weil sie hat jetzt ein relativ kleines Zimmer. Und dann habe ich diese Pinsel mitgenommen, die fand ich echt. Die waren recht cool. Wie gesagt, ich möchte jetzt mit dem Acryl Hintergründe machen, Kartenhintergründe. Und ab nächster Woche kann ich wieder loslegen. Und da habe ich jetzt schon mal die Pinsel mitgenommen. Ein Päckchen kostet 1 Euro und da sind 5 Stück drin. Dann habe ich noch bei Hedwig Gedönsrath habe ich diese Perlen gesehen und fand die richtig klasse. Die sind für Schüttelkarten natürlich perfekt. Und das hat 1 Euro gekostet. 1 Euro und 24 Gramm sind da drin. Ich trinke gerade ein Glas Wein, deswegen. dann habe ich noch diese, wie heißen die? Basteldekorations, Ecken mitgenommen. Das sind 4 Stück drinnen für 1,50. Und ich habe diese Stempel, Clearstamps mitgenommen. Ich wollte eigentlich die anderen mitnehmen, die es gibt zurzeit, aber die haben es leider nicht gehabt. Und die haben 2 Euro gekostet. Wie gesagt, da sind so nette Sprüche drin. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Da muss ich nochmal nachschauen. So, das war jetzt Teddy. Dann war ich bei Action. Da habe ich noch mehr, dieses Baker Twin Band mitgenommen. Der kostet 1,56 €. Ich habe bei, ich weiß ihren Kanal nicht mehr, die hat auf jeden Fall Weihnachtskarten gebastelt mit den neuen Papieren und unter anderem hat sie auch so ein Band dazu benutzt und ich fand das recht cool. Und dann haben wir gedacht, ich habe die Bänder eigentlich schon, wie gesagt, in meinem Lager, ich weiß nicht wo, deswegen habe ich die jetzt nochmal mitgenommen. Dann habe ich diese zwei Körbchen mitgenommen. Kostet 1,99 €. Die finde ich auch cool. Und zwar, gerade wenn ich mal wieder am Basteln bin und die Sachen schnell wegräumen muss, dann trifft sich das ganz gut. Ich bastle mich zurzeit gerade. Ich zeige euch das mal. Es gab hier diese Kisten. Und nachdem die nicht genau abschließen, hat sich die liebe Tina von Kreativfalter sich überlegt, sie macht so kleine Papierboxen. Erstens kann man die im Ganzen rausnehmen, wenn man sie braucht, was ich auch eine geile Idee finde. Und es ist so weit erhöht, damit nichts mehr von einem in das andere Fach reinfallen kann. Und vor allem finde ich, es klappert nicht so laut umeinander. Und da habe ich jetzt schon mal was vorbereitet. Wie gesagt, ich kann ja tagsüber nicht basteln. Jetzt habe ich schon mal was vorbereitet, das kann ich dann in der Küche fertig machen. Und das ist, wie gesagt, für 4 so Kästchen.
Ich kann euch ja gerne mal zeigen, wie das am Schluss ausschaut. Also wie gesagt, ich finde es auch cool, weil so kann man Papiere, die man jetzt zum Beispiel zum Basteln nicht mehr hernehmen würde, kann man dafür hernehmen. Und die Idee fand ich einfach genial. Ich verlinke euch den Kanal vom Kreativfalter unten in der Infobox. Dann habe ich die vier Tönmarker mitgenommen. Ich hatte ja letztens schon ein paar mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die neu sind oder ob sie alt sind, keine Ahnung. Ich habe es jetzt mal mitgenommen. Da kosten die vier Stück 99 Cent. Und das sind diese Farben drin. Genau. Dann habe ich so In-Ear-Kopfhörer von meiner Tochter geschenkt gekriegt. Und es nervt mich, wenn man das immer nachjustieren muss, wenn man die drinnen hat. Und da habe ich mir überlegt, die schauen auch schon offen aus. Und da habe ich mir überlegt, dass ich jetzt diese, ja, die waren schon mal offen, dass ich diese mitnehme. Und ich denke, die waren auch schon ganz draußen. Also man musste echt immer aufpassen, ob die Sachen nicht schon mal draußen waren. Oder ob sie zurückgegeben wurden und dann wurden sie einfach wieder ins Regal reingetan. Also ich hoffe, die funktionieren. Ich werde die jetzt dann gleich nochmal testen. Die haben gekostet 3,99 €. Gibt es auch noch in Rot und in Blau. Genau, die testet man nachher. Dann habe ich ein bisschen was Süßes mitgenommen. Und zwar einmal diese Schoko-Waver. Die kostet 1,49 € und die sind richtig lecker. Also mag ich richtig gern. Das sind so große Taler. Bevor ich mit meiner Diät anfange. Dann habe ich die Oreo Gold nochmal mitgenommen. Die schmecken mir richtig gut. Die kosten 1,69 €. Dann habe ich zurzeit immer so Kreuzschmerzen. Und letztes Mal hat es mich echt, ich glaube, 4 oder 5 Tage so halber dahin gerafft. Und diesmal habe ich mir überlegt, ich mache es anders. Und zwar habe ich einmal, Moment, ich zeige es euch mal. Kütterssalbe verwendet. Also falls ihr auch mal Kreuzschmerzen habt, ich finde die richtig gut, die Creme. Ich hatte vorher die, wie heißt die, Voltaren und die finde ich, die hilft mir überhaupt nicht. Also die ist richtig gut. Und nachdem ich mich eingeschmiert habe, habe ich dann so ein Wärmepflaster drauf und noch eine Ibo genommen und das habe ich jetzt innerhalb von einem Tag, habe ich meine Kreuzschmerzen weggehabt. Also wenn es jemanden mit Kreuzschmerzen plagt, dann probiert es mal, vielleicht hilft es euch auch. Und da hat ein Päckchen 99 Cent gekostet, da sind 2 Stück drin. Könnte man auch zuschneiden, aber wie gesagt, sorry. Genau, das wollte ich auch nochmal austesten, meine neue Halterung fürs Handy. Dann habe ich diese Pinsel gesehen und ja, wie gesagt, brauchen tue ich sie nicht. Ich habe ja bei Teddy welche bestellt, aber schaut mal, wie cool die ausschauen. Genau, die kosten 1,99 € und die habe ich natürlich mitnehmen müssen. Die fand ich richtig cool. Ich packe sie mal kurz aus, weil das blendet richtig. Die sind so mit Gold drin. Also eigentlich mag ich ja Gold nicht, aber die fand ich richtig klasse. Und wie gesagt, ich fange jetzt mit den Hintergründen, wollte ich nächste Woche mal anfangen und da brauche ich die. Dann habe ich bei der lieben Hedwig. Hat mir erzählt, sie wollte mal dieses Airbrush kaufen. Ich wollte dieses Set schon immer haben und zwar gibt es es von Wear Memory Keepers. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da gibt es es auch. Das kostet aber im Normalfall, ich glaube, 37. Ich schaue nochmal schnell nach. Ja, 37,99 € und wäre jetzt zum Beispiel für 20, 27 € da gewesen. Aber ich habe mir gedacht, zum Üben tut es das da von Action genauso. Das kostet 11,95 € und die liebe Hedwig hat sich überlegt, wenn sie das kaufen würde und die Stifte nicht mehr funktionieren, wo man sie kaufen könnte. Und ich habe bei Amazon eingegeben Airbrush-Stifte und da kam einiges raus. Also da gibt es zum Beispiel Päckchen mit 12 Stiften für 8 €. Also falls die nicht mehr funktionieren sollten, wie gesagt, kann man bei Amazon neue bestellen. Da sind jetzt, sorry für den Lärm, da sind jetzt 4, 6, 8, 10, auch 12 Stifte drin.
Dann ist dieses Gerät dabei. Da braucht man Batterien, sehe ich gerade. Eine kleine, nee, eine größere. Und diese Schablone ist drin. Aber ich habe mir überlegt, ob man nicht die Schablonen, die was es jetzt bei Action alle gab, für 59 Cent, glaube ich, ob man die nicht hernehmen kann und damit Karten verzieren. Also, ich fand das hier auch recht nett. Sieht man das? Moment. Ich schau mal. Ja. Und zwar ist da einmal so ein Happy Birthday dabei. Dann Get Wells an. Big Thanks. Dann so ein Ast mit so einem Vögelchen drauf. Dann so kleine Tags. Dann Sterne. Dann ist so ein Kranz mit dabei. Den könnte man auch gut in die Mitte tun von der Karte. Das sind nochmal Vögelchen. Und nochmal so kleine Verzierungen. Wie gesagt, ich wollte das mal testen. Das werde ich nächste Woche machen. Da habe ich zumindest dann Vormittag schon mal wieder Zeit. Und genau, das hat gekostet 11,95 €. Und den Block habe ich nochmal mitgenommen. Den habe ich euch ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Und ich finde den ja so toll. Und der lag da heute ganz alleine. Und 1,79 € kostet er. Haben wir mir gedacht, nehme ich nochmal mit. Und dann war ich, wie gesagt, bei Woolworth. Da habe ich diese Sterne bekommen. Die waren runtergesetzt für 50 Cent statt 1 €. Und ich denke, gerade jetzt zur Weihnachtszeit auf Karten geklebt. Passt. Genau, da habe ich 2 Stück mitgenommen. Dann habe ich so Klebefläschchen mitgenommen. Da habe ich hier schon mal welche. Da habe ich jetzt noch welche mitgenommen. 2 Stück, 1 €. Steht nicht drauf. Ich denke, 30 Milliliter werden das sein. Oder sind das 30? Ne, das sind 10, glaube ich, und das sind 30. Dann habe ich noch diese Blümchen entdeckt. Die fand ich richtig cool. Gab es leider nur noch ein Päckchen. Auch für 50 Cent statt 1,49 €. Und eine Wolldecke habe ich noch mitgenommen. Genau, für 2,99 €. Das war es jetzt eigentlich. Reicht auch schon wieder. Ach nee, ich habe mir sogar noch bei C&A mal was zum Anziehen gekauft. Genau, das war es jetzt. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.